Eminem und Rihanna The Monster auf der 988 Schieber für euch am Start. Es ist 11:11 Uhr, meine Damen und Herren. So, und nach Monster schlagen wir hier mal ein paar zartere Töne an auf Kiss FM auf den Vormittag. Die Damen im Büro sind bestimmt schon vor den Radioboxen am Kuscheln, meine Damen und Herren. Ich versuche mich gerade auch noch so halbwegs aufrecht zu erhalten, denn mein Lieblingssänger ist da Mark Forster. Oh, warte mal, sag mir nochmal was. Hallöchen. Hallöchen. Ja, wir haben uns ja quasi das letzte Mal im Frühjahr gesehen, auf Tour mit Sido. Ja. Seitdem ist einiges passiert. Ja, kann man die Welt so sagen. Weiß, ich habe mich ja von Justin Timberlake getrennt. Du hast dein Album Bauch und Kopf rausgebracht. So. Ja, es ist so. Es hat ein bisschen gekriselt. Man glaubt es nicht. Ja, es ging nicht mehr. Weißt du? Seitdem ich dich kennengelernt habe und so mit deinem Album. So Bauch und Kopf. Wieder zurück. Nie wieder, natürlich. Bauch und Kopf ist draußen. Au revoir, deine Single mit Sido. Kennt ja auch jeder Ohrwurm lebt. Herzlichen Glückwunsch natürlich erstmal an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Ja? So krass. Du bist ja quasi aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Man selbst ist ja immer sein größter Kritiker. Bist du eigentlich happy? Also wir sind ja alle happy. Bist du eigentlich happy? Ich bin mega happy, ne? Also man weiß ja vorher nicht genau, was passiert, wenn man sowas rausbringt. Ja. Und ich habe mir echt viel Mühe gegeben bei dem Album, ne? Es war ein riesen Hackmack, das mit dem Orchester und so zu machen. Und ich bin echt froh, dass die Leute das mögen. Hackmack ist ein gutes Stichwort. Du warst ja mit deinem ersten Album Karton ja auch schon in den Charts. Jetzt hast du quasi nochmal eine richtige Schippe draufgelegt. Hackmack, wen hast du bestochen oder hast du tatsächlich wirklich hart dafür gearbeitet, Junge? Na, es ist so eine Mischung aus Bestechen und Arbeit, ne? Deinen Fuffi gebe ich dir später dann, ne? Keine Ahnung. Also, ich habe mir überlegt, irgendwie beim zweiten Album, dass ich mich ein bisschen verändern möchte, weil ich einfach jemand, ein Sänger sein will, bei dem man schon davon ausgeht, dass er bei der neuen Platte was anders machen möchte. Und habe einfach auch gelernt, dass so ein Album, wenn du das rausbringst, das ist wie so eine kleine Tätowierung. Ne? Du kannst es selber malen, aber wenn es einmal gestochen ist, dann geht es nicht mehr weg. Ist richtig. Das, das habe ich mit dem ersten Album gelernt und das hatte bei mir zur Folge, dass ich einfach echt fleißig geworden bin, ne? Und einfach so ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber diesem Album gespürt habe die letzten zwei Jahre. Herrlich. Und bin dann einfach zwei Jahre lang jeden Tag in dieses Studio gerannt und hab daran geackert. Man darf das nämlich nicht falsch verstehen. Die meisten Leute denken, ach Künstler, ach das ist doch einfach nur Champagner, Frauen, das stimmt ja gar nicht. Wir arbeiten tatsächlich auch. Hört man ja jetzt auf Bauch und Kopf. Flo Mega. Frauen, denkt man das, ja? Ja, klar, natürlich. Flo Mega, Glasperlenspiel und Sido sind bei dir mit drauf. Mit Sido hast ja schon mal gearbeitet. Einer dieser Scheine. Wie kamst du auf Flo Mega und Glasperlenspiel? Selbst Fan oder haben die sich selber eingeladen? Nee, also ich hatte die Songs schon bei allen eigentlich vorher fertig und habe dann die passende Stimme dazu gesucht. Und bei 100 Stunden, das ist ja ein sehr trauriges Lied, das so auch sehr kryptisch ist vom Text her und so, habe ich nach einer Stimme gesucht, nach einer Frau, die so ein bisschen feenartig, zauberstaubmäßig ist. So ein bisschen wie bei Nick Cave und Kylie Minogue. Und ich kenne Daniel und Caro ganz gut und habe dann echt schnell an Caro gedacht und sie gefragt. Und das hat geklappt. Cool. Und bei Flo, das ist ja, wir singen ja ein Lied, sozusagen, das handelt davon, dass man in der Kneipe sitzt und sich an einen alten Kumpel erinnert. Richtig. Und ich habe halt noch eine Stimme gesucht, die so ein bisschen... Dein alter Kumpel. Diesen Kumpel repräsentiert, der so ein bisschen verlebt klingt und so noch ein bisschen als Kontrast zu mir und halt viel Soul in der Stimme hat. Und ja, dann kommst du eigentlich an Flo nicht vorbei. Definitiv. Also ich bin auf jeden Fall Riesenfan. Ich feiere dein Album total. Wir werden gleich nochmal gucken, was dein Lieblingslied ist. Ich werde dir meins auch verraten. Ein paar Minütchen noch. Ne, jetzt machen wir erstmal weiter mit Katy Perry und Birthday. Bis gleich. Crow mit Traum auf der 988, Shira vor Esch am Drücker, meine Damen und Herren. Und Mark Forster ist natürlich immer noch bei mir. Hallo. Hallo, Schätzelein. Na? Mark Forster hat uns ein fantastisches Album beschert. Bauch und Kopf, möchte ich sagen. Ich höre es quasi bei mir zu Hause auf Heavy Rotation. Ach. Insbesondere ein Lied. Welches? Zu oft. Ach. Ist mein absolutes Lieblingslied. Also ich habe mich wirklich in dieses Lied verliebt. Ja, was ist denn dein Lieblingslied eigentlich? Zu oft war das erste Lied, das ich geschrieben habe für die Platte. Wirklich? Ja. Unglaublich. Ich habe es gespürt. Ja. Habe es natürlich für dich geschrieben. Ja, natürlich. Nee, mein Lieblingslied ist immer schwer zu sagen. Ne? Ich kenne das Album ja jetzt schon eine Weile und ich habe das schon sehr oft gehört und bin durch alle Höhen und Tiefen mit den Liedern gegangen. Okay. Und das wechselt. Also... im Augenblick ist es echt au revoir, weil wir das jetzt ein paar Mal auch live gespielt haben und so. Und jetzt höre ich gerade au revoir ganz gerne. Aber ich finde, Königin Schwermut ist ein wichtiger Song auf dem Album.
Und ich trinke auf dich mit Flomega. Natürlich. Wenn ich mal so eine Top 3 jetzt sagen darf, eine aktuelle. Und was würdest du sagen, so ein Album schreibt und produziert sich ja nicht von alleine. Was war so der aufwendigste oder in welchem Track hast du am meisten Zeit, Blut, Schweiß und Tränen investiert? Ach, ist schwer zu sagen, ne? Durch das Orchester waren die alle relativ aufwendig. Also ich habe am Text, glaube ich, bei immer gleich, habe ich lange am Text gesessen. Ne? Ja. Finde ich auch einen schönen Text. Das ist ein Lied, das handelt ja von einer Affäre, die man so hat, ne? Aber ohne jetzt das Wort Affäre oder Poppen oder sowas zu nennen, sondern alles und alle anderen Sachen, die es halt auch noch so gibt. Und ich versuche das immer zu umschreiben mit Bildern, die mir irgendwie dazu eingefallen sind. Und, ja, das war, da habe ich auf jeden Fall lange dran gesessen. Ja, sehr schön. Ja gut, Ding will ja auch immer Weile haben. Man kennt es ja. So, Marc Voss, ich habe eine Frage. Ja. Mein Sommer ist klar, ja. 10 bis 14 Uhr, montags bis freitags, Work Hard, Play Hard mit Shira auf Kiss FM. Das ist eine Bombe. Wie sieht's bei dir aus? Kannst du dich jetzt schon auf dem Erfolg ausruhen oder geht's jetzt erst richtig los? Nee, ich komme jetzt auch jeden Tag hier zu Kiss FM. 10 bis 14 Uhr. Mit Marc Forster. Marc Forster und Shira Show. Nee, ja? Aber, Bis morgen. Bei Kissen. ich spiele natürlich ganz viele Festivals tatsächlich. Richtig. Ja, in der ganzen Republik verteilt. Aber frag mich jetzt bitte nicht, wo die alle sind. Also okay. Man kann mir auf meiner Facebook-Seite kann man das alles sehen und im Herbst gehe ich auf eigene Tour ab, Ende September. Ja, genau. Wollte ich nämlich sagen, wenn du schon die Festival-Dates nicht weißt, auf Tour bist du natürlich auch in Berlin, selbstverständlich auch. Also na klar. Schnell mal, weißt du, welchen Tag? Am 11. Oktober, glaube ich, im Postbahnhof. Sehr gut. Also schnell die Tickets holen, bevor die weg sind, Freunde. Ich kaufe nämlich alle. Ja. So. Tatsächlich sollte man sich beeilen. Also ran da. Jetzt habe ich natürlich auch noch mal eine Frage. Bist ja nicht der einzige Sänger hier in Deutschland. Gibt ja ein paar andere. Tim Bensko, Andreas Borani. Für dich absolute Erzfeinde, die es gilt, in den Charts zu zerstören? Oder Kollegen? Kollegen natürlich. Also speziell Andreas Borani, den kenne ich ja schon länger und ganz gut. Und der wohnt ja auch in Berlin. Und die meisten kenne ich und verstehe mich ganz gut mit denen. Meinst du, da kommt doch mal ein Song, oder was? Ach, warum nicht? Ne? Ich bin ja ein fleißiger Featurer und ich bin da immer offen, wenn der Song mir gefällt und so. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Na schön, ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal ganz kurz nochmal in dein Album rein. Oha. Marc Forster featuring Sido, Au revoir gibt's jetzt so. Und ihr unbedingt auf kissfm.de gehen, da könnt ihr nämlich per Mausklick dafür sorgen, dass Marc Forster ein bisschen mehr GEMA kriegt. Dann läuft er nämlich ein bisschen öfter hier auf kissfm. Ja, also klicki, klicki. Bis gleich. 11:38 haben wir es und der wunderbare Marc Forster ist immer noch bei mir zu Gast. Hallo. Bauch und Kopf, Marc Forster, seit dem 16.05. draußen mit fantastischen Features von dem unglaublichen Flomega, dem elfenhaften Glasperlenspiel, möchte ich sagen, dem coolen Sido, auch auf der Au revoir Single gefeatured, meine ich. Überall quasi auf Heavy Rotation. Tour ist ab September, 9.10. bist du, glaube ich, im Postbahnhof, hast du gesagt, ne? Am Ostbahnhof. Genau. Und ich würde mal sagen, es läuft bei Marc Forster. Ja. Mache ich mir natürlich auch so ein bisschen Sorgen jetzt um dich. Warum denn? Weil man weiß ja, mit zunehmendem Erfolg, da werden ja manche Stars auch ein bisschen verrückt. Ist Britney so? Spears hat sich eine Glatze rasiert. Ja. Justin Bieber hat irgendwann Drogen genommen. Und ja. Miley Cyrus zieht sich die ganze Zeit aus. Ich trage nur noch Schuhe aus Glas. Ich wollte gerade sagen, was kann man denn bei dir erwarten? Habe ich mir angewöhnt. Meinst du, da kommt nochmal was? So Hotelzimmerzerstörung oder... Ja, Mondwasser brauche ich immer, ne? Schlägerei auf dem Splash oder so? Schlägerei auf dem Splash. Was kann man da erwarten von dir? Naja, also einiges, ja. Also wirklich, ich merke das schon in mir, dass irgendwas aufsteigt jetzt. Mit zunehmend, je besser es läuft, desto krasser werde ich. Lass mein Studio bitte ganz, ja? Ja. Ich muss hier noch arbeiten. Ja, okay. Okay. Ach, hier steht übrigens eine Schokomilch, die war vorhin noch voll. Hast du die zwischendurch leer getrunken? Ich hab die knallhart weggeext. Weggeext. Eine Schokomilch weggeext. Vor allen Dingen, ich habe die in meinen Kaffee reingepackt. Jetzt hatte ich Kakao-Kaffee quasi. Ach, geil. Bist du auch so ein Kaffeetrinker? Nee, ich habe aufgehört mit Kaffee trinken. Vor einem Jahr. Ja, du fängst bestimmt bald wieder an. Nee, ich habe es probiert, wieder anzufangen. Ich habe es probiert und dann wurde mir schwindelig.
Wirklich? Ja, und dann, deswegen glaube ich jetzt, kann ich nicht mehr. Aber weißt du was, ist auch gar nicht so schlecht, weil es gibt vielleicht ja auch... Vielleicht sollte ich mehr auf Kakaomilch oder Schokomilch umsteigen. Kannst du mal probieren. Kaffee ist ja sowieso nicht so geil, weil es gibt ja auch diesen bekannten Coffee Breath. Ja, kennt jeder, wenn man Kaffee getrunken hat. Vielleicht mal ein Kaugummi einschmeißen, ne? Ja, ich hab so ein Cola Light Breath jetzt oft. Weil ich bin jetzt umgestiegen auf alles, was Koffein hat. Ne? Hab aufgehört mit Kaffee, trinke jetzt aber nur noch Club Mate und Cola Light die ganze Zeit. Ja, du bist so viel, wie du arbeitest, du musst ja auch irgendwie wach werden, Junge, ja, ne? Klar. Irgendwelche abschließenden Worte? Ja, tschüss. Tschüss. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, danke, dass du hier warst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Garantiert. Freunde, rausgehen, Bauch und Kopf kaufen. Die Single Au Revoir auch kaufen und Tickets fürs Konzert am 9.10. im Postbahnhof, nicht? Ja. Marc Forster, meine Damen und Herren, kriegst du nochmal einen Applaus? Hier, guck mal, für dich. Oh, und jetzt mach dich vom Acker, Junge. Ja, tschüss. Ciao. Kiss FM.